Kapitel 6. Guybrush räumt mal wieder auf. Diorama. Okay, wir sind scheinbar in einer... Hängt der Leichnam von Dynamo? Was? Dynamo Affen Electric Captain Marley? Zu spät zum Aussteigen. Oh, wir können da aussteigen. Da ist LeChuck und Guybrush und... Wally? Okay, hier könnten wir aussteigen. Ich steige jetzt beim nächsten aus. Ja. Zu spät zum Aussteigen. Was? Wie zu spät zum Aussteigen? Aussteigen. Hopp. Wo sind sie? Was? Wo sind sie? Hermann Toothrot von Dynamo Affen Electric. Es ist ein mechanischer Hermann Toothrot. Aber ich würde sagen, das Kapitel hier spielen wir in der nächsten Folge bzw. in der nächsten Aufnahmesession. Das heißt, dieser Stream, diese Aufnahmesession ist schon vorbei. Leider. Sorry. 3 Stunden Stream reicht auch irgendwann mal. Ich hoffe, dass es das letzte Kapitel ist. Es wirkt so. Und ja, favorisieren, abonnieren, liken. Und wer abonniert hat, denkt dran. Drückt die Glocke. Ich sage tschüss. Tschüss. So, und das war die Verabschiedung von den Leuten bei YouTube. Wer hätte es gedacht? Bei Twitch geht es noch, ja, 1-2 Minuten weiter, weil ich nämlich hier... Ups. Ups. Hast du Elaine gesehen? Nein. Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Ups. Verdammt. Autsch. Hup. Au. Okay. Ich dachte, ich kann da stehen bleiben, aber ja, das Spiel spielt sich weiter. Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Monkey Island 3 und was? Hermann Toothrot von Dynamo Affen Electric? Huch! Oh! Du schon wieder! Ja. Du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Was? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Sie hat sie das? Mein Tod sein. Mal wieder. Verflucht nochmal, ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Fress den Flammentod, Threepwood! Oh, da kommt eine Bahn. Gut, dass du gewartet hast. Tschö. Muss hier aussteigen. Okay, Rumfass. Es ist ein ziemlich großes Rumfass. Können wir das mitnehmen? Können wir. Was? Affe Electric Rum Rogers. Es ist Rum Rogers Senior, wie er zu Lebzeiten war. Okay. Captain Marley. Okay. Es ist Captain Marley, Elaines Großvater. Ja, Elaines Großvater. Was? Junger Lindy? Es ist der Kajütenjunge, der junge Lindy. Können wir den anfassen? Nein. Oh, Mist. LeChuck ist schon wieder da. Oh nein, das ist LeChuck. Nein. Threepwood, ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Ja, ich habe jetzt Zeit, irgendwas zu machen, aber ich kann hier auch einfach... einfach weghüpfen. Ouch. Au! Oh, cool, das kenne ich doch. Zu spät. Nein! Ich wollte aussteigen. Na, dann steigen wir hier aus. Was gibt's denn hier? Riesiger Schneeaffe? Den kann ich gar nicht sehen, weil der da oben ist. Was gibt's hier nix? Okay, hier ist nochmal eine Achterbahn. Der ist aber riesig. Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Können wir den mitnehmen? Nein. Können wir mit dem reden? Nein. Aber hier ist sonst nichts, oder? Riesiger Schneeaffen. Affenarm? Nein. Es ist der enorme Dynamo-Aff-Elektrik-Arm des riesigen Dynamo-Aff-Elektrik-Schneeaffen. Können wir neben einem Rum verpassen? Das können wir? Warum können wir das?
Aber wir haben... Nee, wir haben nichts Brennendes. Was sagt er? Es ist der enorme Dynamo-Afelektrik-Arm des riesigen Dynamo-Afelektrik-Schneeaff. Es ist ein ganz schön großes Rumpfass. Okay. Warum auch immer wir das Rumpfass da hinstecken können. Ich würde sagen... Komm, geh mal weiter runter, Guybrush. Ich will... Ah, ich würde gern in die Bahn steigen. Komm hier, hüpf rein. Hüpf rein. Ich habe den Wagen verpasst. Ach Menno, Guybrush, da kommt bestimmt gleich LeChuck an. Könnte ich drauf wetten, dass LeChuck da ankommt. Ja, war ja klar. LeChuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Streetwood. Kann ich in die Bahn hüpfen, die da gleich kommt? Oder kann ich ihm ein, Oh nein, ich wollte ihm den komischen Tornado verpassen, oder was das da ist. Hüpf. Na, mach schon hüpf. Hüpf. Jetzt sind wir wieder hier. Können wir uns erstmal umgucken. Es ist ein mechanischer Herman Toothrot. Das ist ein dreiköpfiger Affe? Ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Können wir mit Toothrot reden? Dieser spricht nicht. Ein Hoch auf die Technik. Oh nein. Ich wollte den dritten doch noch angucken. Ja. LeChuck nervt. Was? Echt jetzt? Leichnam? Von Dynamo Affenelektrik? Autsch! Das klappte doch schon besser. So. Hier muss ich nochmal raus. Ich habe noch nicht den Rapscallion angeguckt. Es ist Rapscallion, der vergessliche Gastwirt der Würstchenbude. Diorama. Es ist ein Diorama der vier Piraten, die die Stücke der Karte nach Big Whoop hatten. Okay. Affen Electric Rum Rogers, Captain Marley, Junge Lindy, Rapscallion. Aber sonst ist hier nichts. War ein aufgeweichtes Papierhörnchen. Und Kutterköterhaar. Irgendwas müssen wir mit LeChuck machen. Da kommt er. Und ich werde dich verfolgen, solange es nötig ist, aus dir einen Untoten. Ich bleib jetzt mal eingeblendet. Wir kennen die Szene hier schon. Können wir ihm Haar ins Gesicht stopfen? Können wir? Nein, können wir nicht. Dachte schon, wir können ihn zum Niesen bringen oder so ein Quatsch. Hier wollte ich raus. Hier, Wally! Es ist ein Dynamo Aff Electric Wally. Igitt, er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Was? Du kannst auf mich zählen, Wally. Sobald ich LeChuck besiegt, Elaine gerettet und alle wirklich Affen Wally verlassen habe und auf dem Freibeuter-Karussell gefahren bin, komme ich wieder und befreie dich. Können wir ihn mitnehmen? Könntest du bitte dieses lästige Herumschwingen abstellen? Tut es auch noch. Es ist sehr lebensecht. Ich meine, todesecht. Oh, Guybrush. Ich bin sehr froh darüber, zu den Attraktionen hier zu gehören. Können wir die austauschen? Nein. Können wir LeChuck anfassen? Nein. Oh, da kommt schon der Echte. Plopp. Du gibst nicht so leicht auf, was? Ich werde niemals aufgeben. Und ich habe die ganze Ewigkeit, dir nachzujagen. Ach, Moment, wir haben doch noch... Haben wir nicht Pfeffer? Hier. Das wirst du bereuen. Oh, ja. Ich weiß, wir müssen zum Yeti. Verdammt. Wir müssen ihn beim Yeti zum Niesen bringen. Das ist es wahrscheinlich auch. Komm, hüpf rein, Guybrush. Guybrush. Obwohl, wir sind bei dem einen Dinorama vorbeigefahren. Moment, ich fahre doch nochmal hin. Ja, ich bringe ihn hier zum Niesen und dann explodiert das Fass. Nee, hier war ich auch. Obwohl, doch. Zu spät zum Nein, Mensch, Guybrush. Hier war ich schon. Fahr weiter, komm, fahr weiter. Weiterfahren. Hier gibt's nichts zu sehen. Weiterfahren. Was? Kann ich ihn betatschen? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Oh. Gibt's aber sonst nichts. Guybrush Threepwood, LeChuck, Diorama? Oh nein, da kommt er schon. Wer hätte es gedacht? Hör bitte auf. Ich werde nicht aufhören, bis du dich mir und meiner zukünftigen als unser untoter Portier anschließt. Naja, komm hier. Hüpf rein, Guybrush. Der kommt ja passend. Autsch. So, einmal. Hüpp.
Jetzt müssen wir aussteigen. So. Weil normalerweise sollte das doch funktionieren. Wenn ich jetzt hier quasi... Hier gibt's ja sonst nichts, außer dass ich das Fass da oben hinstecken konnte. Würde ich sagen, schnappen wir uns gleich mal den Pfeffer und bringen LeChuck zum Niesen und hoffen mal, dass er das Fass anzündet und sich in die Luft sprengt. Wir müssen natürlich rechtzeitig wieder in die Bahn hüpfen. Aber ich habe so den Verdacht, dass das vielleicht sein könnte, weil Guybrush geht auch schon in die richtige Stellung. Waffenstillstand? Ich geb dir gleich Waffenstillstand, was? Du dünnhalsiger Meeresschwamm. Was soll denn das heißen? Busy Pfeffer? Dafür wirst du bezahlt. Gesundheit? Schlechter Zug, Sweetwood. Oh nein, es hat nicht funktioniert. Oh. Muss ich nach oben gehen oder was? Oder geht Guybrush dann nach unten? Ich muss doch irgendwie das Fass anzünden. Oder kann ich das Fass woanders hinstecken? Zu spät zum Aussteigen. Also hier ist das Fass nicht. Oh, ich muss das Fass wahrscheinlich irgendwo auf ein bestimmtes Diorama packen und nicht nur auf das, wo ich das jetzt hingepackt habe, weil das ist beim Jedi doch viel zu hoch, oder? Aber hier irgendwie auch nicht, habe ich so den Eindruck. Ja, außerdem wollen wir Wally nicht töten. Komm, fahr weiter, Guybrush. Weil hier ist einfach zu hoch. Da kommt er gar nicht dran. Wetten, ich kann das Fass wieder mitnehmen. Ich hoffe doch, dass er das Fass wieder mitnehmen kann. Weil das Spiel will ja, dass wir rumprobieren. Fass mit rum. Nimm wieder mit. Es ist perfekt, wo es ist. Okay. Dann können wir da tatsächlich nichts mehr. Aber wir können jetzt nicht irgendwie damit... Wie Öl und Wasser. Was? Öl und Wasser? Rasierseife? Wir haben aber nichts, was wir mit dem Ding kombinieren können, oder? Rezeptbuch, Enzyklopädie, Zauberstab? Können wir damit zaubern? Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Ja. Ein Ringelgebäck. Ich hebe mir diese Gebäck... Den kleinen LeChuck. Nein, das wäre zwecklos. Ach, Menno! Klebe? Der Kleber nützt hier nichts. Menno, irgendwas müssen wir doch mit dem Fass mit rum. Das ist gar nicht so einfach. Ich dachte, ich hab's jetzt, indem ich ihn zum Niesen bringe. Aber ich weiß auch nicht, ob LeChuck überhaupt kommt, wenn wir hier oben stehen. Was? Tofu-Maske? Rasierseife? Pfeffermühle? Damit können wir nichts anfangen. Das ist alles, was von meinem Schneehörnchen übrig ist. Ja, Pfeffer funktioniert, um ihn zum Niesen zu bringen. Es ist ein Haufen Merengstückchen von dem Gebäck. Es sieht verdammt nach echtem Hundehaar aus. Ja. Er ist so hübsch. Wenn, dann bräuchten wir, glaube ich, eine Tüte, oder? Wenn wir nochmal eine Voodoo-Puppe... Aber ich glaube nicht, dass das hier nochmal vorkommt. Hier steht zwar irgendwas drin. Moment, was waren da? Gin, Wodka, Kleber... Was? Gin, Whisky, Wodka, Grenadin, Kleber, grüner Farbstoff. Oh. Habe ich gerade das Spiel kaputt gemacht oder war das los? Ja, ich glaube, ich habe gerade das Spiel eben kaputt gemacht. Ja, ist natürlich doof, wenn ich jetzt irgendwie gerade nicht weiterkomme. Weil irgendwas muss doch mit dem Fass sein. Das müssen wir doch irgendwie anzünden können. Aber mitnehmen können wir es halt nicht mehr. Es ist perfekt, wo es ist. Ja, es ist perfekt, wo es ist. Aber wir können doch nichts damit verwenden. Wir müssen auf irgendeinem der anderen Dioramen noch irgendwas mitnehmen wahrscheinlich. Eine Lunte oder so. Wir brauchen irgendwas wie eine Lunte. Nehme ich jetzt mal an. Oh nein. Wetten, gleich kommt LeChuck? Der kommt nämlich nicht, wenn wir da oben sind. Wetten, der kommt mit der nächsten Bahn? Nein. Zum Glück. Komm. Ich habe den Wagen verpasst. Och, Guybrush, Menno. Was soll denn das? Wetten, der nächste ist LeChuck? Komm schon, LeChuck. LeChuck, komm schon, komm schon. Jetzt komm schon, LeChuck. Da ist LeChuck. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Wenn ich jetzt mit dir fertig bin, wirst du hervorragend in meine Skelettarmee passen. Weil ich kann ja jetzt auch schlecht nach oben gehen, weil dann, zack, oh, oh, zündet er wieder. Plopp. Ach, Menno, da denkt man, man hat es und dann hat man es doch noch nicht. Nein, 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 nein. Oh, Menno, gefallen. Da ist ein Seil. Guybrush, Menno. Hängender Leichnam. Ich muss irgendwie das Seil abkriegen.